Wir hatten im letzten Jahr die große Freude, Herr Baumann, ich grüße Sie dabei schon mal ganz herzlich. Ich sehe, Sie hören mich, das ist wunderbar. Da haben wir natürlich aufgrund der aktuellen Situation sehr viel über den Pharmabereich gesprochen. Sie haben uns sehr deutlich klar gemacht, was das bedeutet, erstmal so eine Erforschung eines Impfstoffs in Angriff zu nehmen und dann die Herstellung eben zu haben. Nun sind Sie bei Bayer, der Hersteller sozusagen von CureVac, sind zwar die Letzten, aber es wird wahrscheinlich noch was werden. Vielleicht sagen Sie uns dazu nachher auch noch einen Satz. Aber es geht heute eigentlich um mehr. Es geht ja um den Ausblick auch nach dieser Krise. Und hier sind zwei Themen, das merken wir schon an diesem Vormittag sehr beherrschend. Das ist die Digitalisierung und der zweite ist die Nachhaltigkeit. Und hier geht es natürlich bei so einem großen Konzern wie Ihrem ja auch drum, was bedeutet das? Also was bedeutet ein inklusives Wachstum zum Beispiel? Was bedeutet das für Menschen in allen Weltregionen eben auch Zugang zu Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittelsicherheit zu haben, Lösungen für Umweltschutz und Bereich Dekarbonisierung, vieles mehr, das werden Sie uns gleich sicherlich eindringlich schildern können. Vielen Dank nochmal, dass Sie dabei sind. Und wie gesagt, es ist ein spannendes Thema, in die Branche hier hineinzublicken und vor allen Dingen nach vorne zu schauen. Herr Baumann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Christiansen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Leider kann ich persönlich nicht da sein, obwohl ich das sehr gerne eingerichtet hätte. Es geht aber nicht. Aber ich denke auch, dass die Tatsache, dass Sie alle jetzt wieder auf Mallorca in St. Claret sind, ein schönes Zeichen für die Rückkehr zu etwas mehr Normalität ist. Ich möchte meinen Vortrag zu den Themen Akzeptanz für moderne Technologien und auch nachhaltige Innovationen, Frau Christiansen hat es ja bereits einleitend gesagt, mit einem Paradebeispiel aus der jüngsten Vergangenheit beginnen und komme damit auch zur Beantwortung einiger Fragen, Frau Christiansen, die Sie bereits erwähnt haben. Und das ist die Pandemie und die Covid-Krise, in der wirklich Unheimliches geleistet worden ist. Wenn wir uns mal ansehen, was da genau passiert ist, dann fallen mir folgende Themen und auch Attribute ein. Zunächst mal ist die Bewältigung dieser Krise in Rekordzeit gelungen und innerhalb dieser Rekordzeit ist etwas gelungen, was im Wesentlichen innovationsgetrieben war und gleichzeitig auch etwas gelungen, was dadurch überhaupt erst möglich war, dass wir in anderer Art und Weise, teilweise sehr pragmatisch, teilweise auch mit dem Beugen unserer eigenen Regeln, in Rekordgeschwindigkeit Dinge geschafft haben, die normalerweise viele Jahre gedauert hätten. Wir gehen mal 18 Monate zurück. Da wurde gerade erst das Problem identifiziert, vor dem die Weltgemeinschaft stehen würde. Und wir sind heute in der Situation, dass unabhängig davon, dass die CureVac in den letzten Zügen ist, was ihre eigene Zulassung angeht. Aber wir sind heute in der Lage, praktisch die gesamte Welt mit Impfstoff zu versorgen. 18 Monate, nachdem das Problem identifiziert wurde und zwischendurch wurden Impfstoffe entwickelt. Sie wurden durch den Zulassungsprozess gebracht und gleichzeitig wurde ausreichende Produktionskapazität aufgebaut. Warum ist das eigentlich so außergewöhnlich? Für Standardmedikamente, bei denen man gegebenenfalls auch substituiert auf bestehenden Anlagen, kann man jetzt sagen, das ist kein Riesenthema, das muss eine so große und potente Industrie wie die pharmazeutische Industrie leisten können. Aber wir haben es hier an für sich mit einer historisch ganz anders einzuordnenden Leistung zu tun, weil wir gleichzeitig die, ich sag mal, in Rekordgeschwindigkeit realisierte Marktreife einer neuen Technologie miterleben. Die mRNA-Technologie ist bis zum jetzigen Zeitpunkt, das heißt der Bekämpfung der derzeitigen Pandemie, eigentlich im Markt nicht verfügbar gewesen für Medikamente und Therapeutika. Und hier sind Regulierung und die Industrie Hand in Hand sehr pragmatisch miteinander umgegangen, um einen mehrere Jahre dauernden Prozess abzukürzen. Sie werden es aus Ihrem Bekanntenkreis, Familie, vielleicht auch selber erlebt haben.
dass es doch eine sehr klare Präferenz für ganz bestimmte Impfstoffe bei vielen Leuten gibt, die sich impfen lassen wollen. Und das sind nicht die traditionellen Vektor- oder Totimpfstoffe, die seit Jahrzehnten marktgängig und üblich sind, die getestet sind, die sicher sind, zu denen die Impflinge normalerweise großes Vertrauen haben, sondern Sie hören, ich kann es zumindest aus meinem Bekanntenkreis sagen, meistens, ich will Moderna oder ich will BioNTech, demnächst ich will CureVac, weil die Wirksamkeit höher ist und auch die Verträglichkeit möglicherweise auch besser ist. Und das ist an für sich etwas, was normalerweise innerhalb Europas gar nicht vorkommen dürfte. Denn innerhalb Europas wird vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer sehr starken Betonung des Vorsichtsprinzips reguliert. Das heißt, es wird risikominimierend, am besten sogar risikoeliminierend reguliert. Und deswegen sagte ich vorhin, hier ist aus guten Gründen gegen alle möglichen Regeln verstoßen worden. Und was wir am Ende in unserer Gesellschaft sehen, ist, dass eine absolut kritische Innovation für die Gesellschaft sehr gutiert wird. Und die meisten Leute sagen, wir wollen lieber das Neue und wir hätten gerne das Alte nicht mehr. Warum erwähne ich das? Ich erwähne es aus zwei Gründen. Nummer eins, ist es damit gelungen, mit einem stärker risikoorientierten und chancenorientierten Ansatz Hunderttausende von Menschenleben zu retten. Ich nehme an, Sie haben alle die gleichen Bilder in den Nachrichten gesehen wie ich, wo vor vielen Hospitälern, vor allen Dingen in Lateinamerika, aber auch in Indien, die Menschen tatsächlich vor dem Eingang zur Notaufnahme gestorben sind. Wir hätten diese Bilder auch in Europa, wir hätten eine vollkommene Überlastung unserer Infrastruktur, unserer Krankenhausinfrastruktur, ohne die Verfügbarkeit dieser Impfstoffe, die nur dadurch verfügbar sind, dass wir in anderer Form als bisher, auch in anderer Form als grundsätzlich innerhalb Europas, dieses Thema angegangen sind. Und das wird ganz, ganz wichtig auch nach vorne. Denn wir brauchen, um die nächsten großen Herausforderungen, die einen anderen Charakter haben als diese akute Gesundheits- und Gesellschaftskrise, wir brauchen schnelleren Zugang zu Innovationen und besseren Lösungen. Und dazu müssen wir stärker chancenorientiert arbeiten. Warum haben die Menschen eigentlich Ja dazu gesagt? Ich glaube, aus ganz, ganz egoistischen Gründen. Sie sind alle auf Mallorca. Ich denke, auch ohne den Anlass kommt man gerne wieder auf die Insel. Man bekommt einen Teil seines normalen Lebens zurück. Man weiß, was man in den vergangenen 12 bis 18 Monaten vermisst hat. Dazu gehört Freiheit, dazu gehört sicherlich auch Selbstbestimmung und dazu gehört auch ein Ende dieses berühmten Dinners for One, das viele von uns sicherlich in den letzten Monaten mehr als genug gehabt haben. Und es reicht normalerweise, wenn man das einmal im Jahr im Fernsehen sieht. So, lassen Sie mich nun zur Übersetzung auf die vor uns liegenden Herausforderungen kommen. Diese essentielle akute Krise, wie gesagt, ist die Pandemie, die wir inzwischen sehr gut im Griff haben. Ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehr schnell von einem Mangel an Impfstoff zu einem Mangel an Impfkapazität kommen. Ja, dass wir nicht genug Leute haben, die diese ganzen Impfstoffvolumina, die wir jetzt haben werden, auch tatsächlich sozusagen im Gleichschritt verimpfen können. Das heißt, wir können sagen, prospektiv ist dieses Thema erledigt. Der Klimawandel und auch die Nachhaltigkeit unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems haben ein viel größeres Bedrohungspotenzial, weil es keine so akute Krise ist in der Wahrnehmung der Menschen. Es ist schleichend, der Klimawandel vollzieht sich schleichend, er kann nicht in Abrede gestellt werden, aber er bedroht unser Leben, so wie wir es am liebsten leben müssen, nicht heute und nicht morgen, aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und obwohl diese akute Thematik nicht da ist, müssen wir aufgrund der Tatsache, dass wir es ja hier mit irreversiblen Schäden in der Welt zu tun haben, ebenfalls sehr entschlossen agieren. Für Bayer ist das ein besonderes Thema, wenn Sie mal sehen, woher die größten Freisetzungen von CO2 kommen. Allein ein Viertel aller CO2-Emissionen sind der Landwirtschaft zuzuordnen. Und Bayer ist ja neben dem Gesundheitsbereich
auch im Agrarbereich führend tätig als größtes und auch forschungsintensivstes Pflanzenschutz- und Pflanzenbiotechnologieunternehmen der Welt. Und wir haben damit eine besondere Rolle, eine besondere Verantwortung, aber auch die Möglichkeit hier tatsächlich in systemrelevanter Größenordnung zur Mitigierung des Klimawandels beizutragen. Und dazu gehören neue Technologien, die industrielle Biotechnologie, neue biotechnologische Verfahren, wie beispielsweise Genetikierungstechnologien, aber auch das Zusammenwirken von Biologie und der Potenz letztendlich der künstlichen Intelligenz. Und das ist landläufig inzwischen unter dem Begriff der Biorevolution bekannt, dass wir also hier wirklich am Anfang einer neuen Ära stehen, wo diese Biorevolution Wertschöpfungsketten massiv verändern wird in vielen Industrien, aber vor allen Dingen auch dazu beitragen kann, den Klimawandel signifikant zu begrenzen und letztendlich auch die 2030 und 2050 Ziele, die wir uns gegeben haben, dann auch zu realisieren. Für Europa und für Deutschland heißt das insbesondere, wir müssen sehen, dass Kapital, Innovation, Regulierung und auch gesellschaftliche Akzeptanz in einer Art und Weise zusammenspielen, dass eine stärker innovationsoffene und chancenorientierte Politik dazu führt, dass wir auch ein gutes Leben in Deutschland und Europa in den nächsten Dekaden ermöglichen können. Dazu gehört vor allen Dingen, dass die Innovation, die immer am Anfang aller Wertschöpfungsketten steht, stärker in der Chancenorientierung wahrgenommen wird. Das ist ein Thema für Deutschland, aber insbesondere auch für die Europäische Kommission. Wenn Sie sehen, dass der Green Deal für uns eine Riesenchance darstellen kann, aber der Green Deal muss pro-kompetitiv und vor allen Dingen auch mit Innovationsführerschaft verbunden werden, weil wir ansonsten die Dinge, die wir tatsächlich beitragen könnten, zumindest aus Europa heraus, nicht bewerkstelligen könnten. Nur so, meine Damen und Herren, können Nachhaltigkeit und gutes Leben in Deutschland, in Europa und über die Lösungskompetenz, die viele unserer Unternehmen in Deutschland und Europa haben, letztendlich auch in der Welt in der Zukunft sichergestellt werden. Das ist mein, das ist unser, ich spreche auch für die Industrie, Plädoyer für die nächsten Schritte, die in Europa zu gehen sind, um tatsächlich auch das, was wir können, wenn Sie so wollen, um in der Logistiksprache zu bleiben, auf die Straße zu bringen und damit letztendlich auch zu einem besseren Leben in der ganzen Welt beizutragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herr Baumann, ich habe da noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie jetzt gerade zum Schluss sagen, wir müssten innovationsoffen sein, sind wir nicht innovationsoffen? Warum? Wir sind das Gegenteil von innovationsoffen und ich komme noch mal auf die Zulassung und die Regulierung der Impfstoffe zurück. Wenn Sie sehen, welche Hängepartie es teilweise auf der Ebene der europäischen Regulierer gegeben hat, wie proaktiv andere Regulierer gewesen sind, um ganz einfach risikobegleitend zu regulieren, ist das ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Im Bereich der industriellen Agrarbiotechnologie. Die Geneditierung, Sie kennen alle CRISPR-Cas als die Genschere, die funktioniert ja so, dass Sie in einem bestimmten Organismus letztendlich genetische Aktivität an- und ausschalten oder rauf und runter regulieren. Nichts anderes wird teilweise ja mit konventioneller Züchtung bewerkstelligt, wo Sie eine bestimmte Eigenschaft einer Kulturpflanze ausprägen wollen. Die Geneditierung funktioniert so, dass Sie das, was Sie über konventionelle Züchtung erreichen können, überkreuzen, teilweise über Beschießen der Pflanzen mit radioaktiver Strahlung oder auch mit Chemikalien, um letztendlich die Mutagenese in Gang zu bringen, können Sie das mit dieser Genschere sehr, sehr zielgenau machen, wenn Sie wissen, für welche Aktivität welche Gene zuständig sind. Und das Ergebnis ist praktisch ein natürliches Ergebnis, naturidentisch. Das, was da passiert, kann durch jede natürliche Mutation ebenfalls passieren. Und es gibt kein fremdes Genmaterial, was in einen Zielorganismus
eingeschleust wird. Die Amerikaner, die uns in vielen Bereichen vormachen, wie chancenorientierte Regulierung und dann Risikomitigierung auf dem Weg funktioniert, die sind da ganz pragmatisch. Die sagen, es ist da vollkommen klar, es ist etwas, was in der Natur jeden Tag vorkommt. Das Ergebnis ist viel zielgerichteter in der Art und Weise, wie es erreicht wird. Und im Endprodukt gibt es keinerlei Unterschied im Verhältnis zu einer konventionell gezüchteten Pflanze. Also regulieren wir diesen Bereich wie konventionelle Züchtung. Der Europäische Gerichtshof tut genau das Gegenteil, hat 2018 entschieden, dass es sich auch hier um ein genmodifizierendes Verfahren handelt, das genauso wie diese traditionelle GMO-Technologie reguliert werden muss. Und damit sind innovativen europäischen Unternehmen die Möglichkeiten genommen, hier wettbewerbsfähig in Europa zu forschen und zu entwickeln. Also geht der Beginn dieser Wertschöpfungskette definitiv nicht von Europa aus, sondern das wird sich woanders ansiedeln. Und dann fragen sich die Leute, wie denn diese Hotspots, ob sie jetzt in Tel Aviv sitzen, ob sie in Boston sitzen oder ob sie im Silicon Valley sitzen, wie die denn zustande kommen. Die kommen genau deswegen zustande, weil es eine chancenorientierte und keine risikoeliminierende Regulierung im Ansatz gibt. Wenn Sie das so sagen, ziehe mal eine andere Frage vor, Herr Baumann, die mich doch und ich glaube viele andere auch beschäftigt hat in den letzten Wochen. Wir haben immer mehr gelesen, am Anfang galt es so ein bisschen als spinnerte Idee, dass das Virus aus einem Labor gekommen sein könnte. Sie haben da ja wahrscheinlich erheblich bessere Informationen als wir alle hier im Raum. Glauben Sie, je mehr Studien dazu rauskommen und je mehr Wissenschaftler sich dazu äußern, dass so etwas natürlich entstanden sein kann oder kommt es aus eben solchen Forschungen? Ehrlich gesagt, Frau Christiansen, das spielt überhaupt keine Rolle. Nee. Bei allen Dingen, die wir tun, doch, müssen wir uns immer im Klaren darüber sein, dass die Dinge, neue Dinge, neue Möglichkeiten, neue Werkzeuge, wenn sie missbräuchlich eingesetzt werden oder fahrlässig damit umgegangen wird, auch Waffen sein können. Ja, ein Auto kann uns von A nach B fahren, es kann als Waffe eingesetzt werden. Chemikalien können in der richtigen Dosierung Leben retten, wenn sie zu hoch dosiert werden, können sie Leben vernichten. Das haben wir im gesamten Spektrum der Wissenschaft und auch der Innovation. Und ich will mich da auch gar keinen Spekulationen hingeben, ob das letztendlich eine gezielte Modifizierung war, die zum Ausbruch von Covid gebracht worden ist, ob es ein Unfall war oder ob es tatsächlich die Fledermaus aus Wuhan war. Ich glaube, für die Diskussion spielt das keine Rolle. Wir müssen einen ethischen Umgang mit neuen Technologien haben. Es muss ein Regime geben aus der Regulierung heraus, das den sicheren Umgang ermöglicht. Aber in Bezug auf die eigentlichen Ziele der Regulierung, Innovation im sicheren Umgang mit den Endprodukten für den Menschen herzustellen, glaube ich, spielt das keine Rolle. Naja, es geht ja, glaube ich, mehr darum, also die Grundsatzfrage ist, kann man diese Forschung betreiben? Aber die zweite ist natürlich die Verschleierung, die dahinter steht. Oder gibt es einen offenen Umgang mit so etwas? Deshalb habe ich die Frage eigentlich nur gestellt. Wenn Sie einen Ausblick wagen, Sie haben eben die Innovationsnichtoffenheit angesprochen. Ich nenne das mal so komisch. Wenn Sie jetzt blicken auf ein Wahljahr in Deutschland und sagen, Rot-Grün könnte eine neue Regierung bilden. Was verbinden Sie damit? Ich verbinde erstmal damit die Hoffnung, dass wir eine Regierung in einer Koalition bekommen, die letztendlich weiteren Fortschritt in Bezug auf einen nachhaltigen Umbau unserer Industrie und unserer Gesellschaft ermöglicht, ohne gleichzeitig eine Deindustrialisierung damit zu verbinden. Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung heißen. Und das heißt also, dass wir in einer wie auch immer gearteten Regierungskoalition darauf achten müssen, dass der industrielle Kern Deutschlands, das, was uns über den Mittelstand, die Großindustrie und die Tatsache, dass wir im Verhältnis zu vielen anderen Ländern halt diesen industriellen Kern haben, dass wir uns diesen Kern erhalten. Ganz herzlichen Dank, Herr Baumann.